Hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Ihr habt mir so fleißig per E-Mail geschrieben oder ins Kommentarfeld oder bei Facebook, dass euch die Ideen so gut gefallen aus dem Buch, was ich mir gekauft habe. Und daher dachte ich, ich zeige euch gleich mal die nächste Idee. Und das ist heute dieser blaue Glibber, den wir gemacht haben. Emil ist schon ganz fleißig dabei zu manchen und zu punchen. Ja, Emil, wie ist denn der Glibber? So toll. So toll? Wie fühlt er sich denn an? So weich. Weich? Ja. Und was noch? Blau. Blau fühlt er sich an? Blau kann man doch nicht fühlen. Wie fühlt er sich an? Fühlt er sich nass an oder glitschig? Glitschig. Glitschig? Ja. Ich habe ihm den Pullover ausgezogen, weil das ja doch ein bisschen Schmaderei ist. Ich habe ihm bewusst nur Schüsseln gegeben, wo er ein bisschen praktisch das alles so reinsortieren kann und ein bisschen hin und her kippen könnte. Außerdem fördert es auch noch das Gefühl der Hände natürlich, wenn man das zwischen die Finger durchrinnen lässt. Und es ist natürlich mehr Experiment, als wenn man dazu einen Löffel hat. Jetzt möchte ich euch noch erzählen, wie ich den gemacht habe. Und da seht ihr hier, man braucht eine Tasse. Man braucht Kartoffelstärke. Ich habe Speisestärke genommen. Ihr braucht Wasser und ihr braucht Lebensmittelfarbe. Das genaue Rezept schreibe ich euch natürlich wieder in die Infobox. Da könnt ihr das dann wieder nachlesen. Also ich habe praktisch das Wasser mit der Speisestärke zusammen in einen Topf gegeben. Und dann aufkochen lassen, habe vorher auch noch die Farbe ausgewählt, die ich haben möchte und davon ein paar Spritzer mit hineingegeben. Und ja, dann habe ich es aufkochen lassen, bis es richtig schön dick, flüssig, glitschig wurde. Und habe es dann abkühlen lassen, um ungefähr so eine halbe Stunde. Jetzt ist es lauwarm, jetzt kann er gut damit spielen. Und ja, das ist mein Tipp für euch. Also es ist eine schöne Glibberspaß-Angelegenheit. Vielleicht solltet ihr das nicht wie ich im Wohnzimmer machen lassen. Ich habe nämlich einen weißen Teppich. Ich habe jetzt einen blauen Fleck auf dem Boden, dank Emil. Und ja, jetzt werden wir hier noch ein bisschen manchen und dann wird der Emil in die Dusche gehen. Wäre vielleicht auch mal eine Sache, das nächste Mal, wenn der Emil in die Badewanne geht, dass ich ihm das mache und dann noch zusätzlich mit in die Badewanne gebe. Gut, ihr Lieben, viel Spaß damit. Ihr könnt mir ja mal wieder sagen, ob ihr den Tipp auch gut fandet oder ob ihr das eher eklig findet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.